Aufgabe A3. Die nebenstehende Skizze zeigt den Axialschnitt des Grundkörpers eines Stehaufmännchens. MS ist die Symmetrieachse. Es gilt, MB ist 6 cm, der Radius ist gleich MB bzw. MC. Die Strecke AB ist 1,4 cm und der Winkel BSC entspricht 50 Grad. Rechnen Sie das Volumen V des Grundkörpers. Runden Sie auf eine Stelle nach dem Komma. Aufpassen, eine Stelle nach dem Komma. Zuerst einmal überprüfen, welche Körper sind alles vorhanden, welche benötigen wir. Das Gesamtvolumen lässt sich also berechnen aus einem Kegel, in diesem Fall PQS, plus einem Zylinder ABCD, plus eine Halbkugel unten dran mit den Punkten BC. Beginnen wir mit dem Kegel. Das Volumen eines Kegels lässt sich, wie in der Formelsammlung steht, nach der Formel 1/3 mal Radiusquadrat mal Pi mal die Höhe des Zylinders berechnen. Des Kegels. Setzt die entsprechenden Streckenlängen ein. 1/3 mal, der Radius entspricht der Strecke NP mal Pi mal die Höhe ist die Strecke SN. Die Strecken NP und SN sind noch unbekannt, müssen also zuerst berechnet werden. Schauen wir uns an, was wir gegeben haben. Der Winkel BSC ist dieser Winkel. Also ist ein Teilwinkel 25 Grad groß, da MS Symmetrieachse ist. Dadurch erhalten wir ein rechtwinkliges Dreieck BMS. Hier ist ein rechter Winkel. Wir kennen die Strecke BM mit einer Länge von 6 cm. Und ein Winkel ist uns auch bekannt. Dadurch lässt sich die Strecke MS wie folgt berechnen. Tangent von 25 Grad ist Gegenkathete durch Ankathete. Gegenkathete entspricht den 6 cm. Die Ankathete der gesuchten Strecke MS. Stellen wir es einmal um oder lösen es mit Hilfe des Solvers. Dann folgt daraus, die Strecke MS ist 6 cm geteilt durch Tangens 25 Grad und das entspricht einer Länge von 12,9 cm. Wenn die Strecke MS 12,9 cm ist, und wir zusätzlich wissen, das Stück MN ist gleich groß wie AB, folgt daraus für die Höhe NS MS minus 1,4 cm. Und das sind 11,5 cm.
Wir kennen also jetzt die Strecke NS und können dann weitere Strecken im 3PNS berechnen. NS war wie gerade berechnet 11,5 cm. Wir kennen weiterum noch den Winkel von 25 Grad. Also lässt sich wieder mit Hilfe des Tangens die Strecke PN berechnen. Tangens von 25 Grad ist gleich Gegenkathete durch Ankathete. Die Gegenkathete ist unbekannt. Die Ankathete war die 11,5 cm. Also erhalten wir durch Umformen oder mit Hilfe des Solvers Pn ist gleich 11,5 cm mal Tangens von 25 Grad und das sind gerundet 5,4 cm. Je nach Lösungsweg kann es hier zu einem anderen Zahl kommen. Setzt man den Vierstreckensatz ein, dann erhält man nur eine Länge von 5,3 cm. Dennoch sind beide Rechenwege richtig. So, damit haben wir beide Größen. Setzen wir es in die Volumenformel ein. Folgt daraus ein Drittel mal np², also 5,4 cm zum Quadrat, mal Pi mal die Höhe von 11,5 cm ergibt ein Volumen von 351,2 Kubikzentimeter. Als nächstes berechnen wir das Volumen des Zylinders. Nach der Formelsammlung lässt diese sich berechnen aus r² mal Pi mal die Höhe. Diesmal sind uns alle Größen bekannt. Der Radius entspricht der Seite MB mit 6 cm. Und die Höhe mit 1,4 cm. Was einem Volumen von 158,3 Kubikzentimetern entspricht. Zum Schluss noch das Volumen der Halbkugel. Eine ganze Kugel hat ein Volumen von 4 Drittel mal Radius hoch 3 mal Pi. Da wir eine Halbkugel haben, benötigen wir logischerweise nur die Hälfte, also 2 Drittel mal Radius mal hoch 3 mal Pi und das ist gleich 2 Drittel mal der Radius ist wieder die Strecke MB, 6 cm hoch 3 mal Pi und das ergibt eine Größe von 452 4 Kubikzentimetern. Zum Schluss muss man diese drei Größen noch zusammenrechnen. Also das Gesamtvolumen berechnet sich aus 351,2 Kubikmetern des Kegels plus 158,3 Kubikmetern des Zylinders plus 452,4 Kubikzentimeter der Halbkugel, was zu einem Gesamtvolumen von 961,9 Kubikzentimetern führt. Oder solltet ihr mit der Strecke PN mit 5,3 cm gerechnet haben,
dann müsste das Gesamtvolumen 949,0 Kubikzentimeter sein.